Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, und heute werde ich euch alle Anbaugeräte vorstellen, die es gibt. Radio an, immer. Dass wir auch ein bisschen Unterhaltung haben, ne? So, hier haben wir einmal. Sorry für die Unterbrechung. So. Also wir haben hier einmal einen Frontlader von Stolp. Das gleiche natürlich nochmal in Größe. Dann haben wir noch eine Schaufel von Stolp. Das ist alles Stolp hier. Paletten, Ballenzange. Das ist für Ballen, gewickelte Ballen. Dann haben wir hier natürlich noch etliche Schaufeln und so weiter für die Baumstämme. Und dann geht es weiter mit den Schneidwerken. Und zwar haben wir hier Skalpelle zu Anbaugeräten. Da ist halt so Sachen, würde ich sagen. Alles so einzelne Geräte. Hier haben wir das Schneidwerk. Hier nochmal ein Schneidwerk von Komia. Hier noch eins von New Holland. Und ich glaube, das ist auch New Holland. Varifeed. New Holland, ja. Genau. Und dann hier noch eins von Capello. Ne, Rostelmarsch. Rostelmarsch. So. Es hat wieder keinen Platz. Wer hätte es gedacht? Ja. Wir müssen noch mal kurz ein paar Sachen verkaufen. Denn wir sind noch nicht fertig mit dem Schneidwerken. Wir sind noch nicht fertig. So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Denn es gibt nämlich noch mehr Schneidwerke. Und zwar. Gibt es diesen noch, den Capello? Es gibt extrem viele Schneidwerke, das ist nicht normal. Ist einfach nicht normal. Müssen wir hier alles kaufen noch. Oh. Ja, wieder kein Platz mehr, egal. So. Ich glaube, man könnte sich auch vorstellen, hier sind die Schneidwerke. Das ist schon etwas Größeres zum Aufklappen. Hier die. Und ich habe natürlich auch noch ein paar Mods jetzt mit dabei. Das sind die Mods, nicht viele eigentlich, vier. Drei Mods. Und ja, ich verschaffe euch einfach mal hier einen kleinen Überblick. Was hier alles gibt für Schneidwerke.
So. Sorry für die Unterbrechung. Oh. Naja, ich glaube, das kann man sich vorstellen, was hier alles gibt. Nein, stopp. Oh, lol, Leute. Oh, wir haben eine Lara ganz ehrlich gesehen. Naja. Dann gibt's natürlich noch Feldhäcksler-Schneidwerke. Die kaufen wir auch mal. Hier gibt es noch nicht so viel. So. Das ist der endliche Platz. Ich glaube, es geht aber. So. Von mir an. Ostermarsch. Nee, mag ich nicht. Krone. Kennen wir ja, glaube ich, schon. In Holland. Das ist. Ostermarsch macht viel Capello. In Holland. Krone. Oh. Das ist. Ich bin aber nicht sicher, Krone. Oh, vor allem wenn die Marken nicht hier stehen. Ist mir bitter. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist auch wieder Krone. Nee, New Holland, sorry. New Holland, New Holland. Das ist auch New Holland. Richtig geil gemacht. Ja, das ist wirklich richtig geil gemacht. So. Ja, aber die verkaufen wir wieder. Die verkaufen wir wieder. So. 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 Nun. Machen wir. Ja, ich denke, so Sachen müssen wir jetzt nicht drauf einnehmen, so richtig. So halt einfach. Ich würde gerne einfach mal so noch verschiedene Schilder anschauen. So, und wenn ich schon Neidwerk war, mit hier natürlich nehmen wir jetzt mal weniger. Nicht so viel. Jo. Ich lade dann in die So, dann war's. So, wir haben jetzt hier einmal den Tieflader. Das ist geil. Kann man auch abkuppeln und einstellen und so weiter. Dann den Schneidwerkswagen von Olmo. Ja, gab es ja auch das Holmer-Biologie. Dann gibt es Holaras. Boah, die sind ja wirklich geil gemacht. Schieber. Kompliment. Naja. Aber eigentlich war es schon mit dem Vorstellungsvideo. Wenn es gefallen hat, dann lasst ihn dann noch mal. Jawohl, das ist ein bisschen. Naja. Lasst ihn dann noch mal. Schreibt einen Kommentar. Abonniert vergessen. Bis bald. Tschüss.